So, YouTube. Ich hab's nicht herausgefunden, welcher Raum für welche Krankheit ist. Weiß nicht, wo die Übersicht ist. Vielleicht öffnet sie auch gerade nicht ordentlich. Wir können nur die Räume sehen, aber so richtig direkt sieht man nicht, was ich damit machen kann. Ich baue jetzt einfach mal ein paar Behandlungssäle. Wir haben auch nicht unendlich viel Geld, darf ich auch nicht vergessen. Von daher ist das vielleicht auch noch ein wichtiger Faktor, den wir im Blick haben müssten. Und ich würde sagen, dann bauen wir die alle so, weil die haben echt riesige Räumlichkeiten. Oh, ein Fenster. Ihr kennt das, nicht? Meine Vorgehensweise. Erstmal am Anfang alles befüllen. Machen wir hier so ein schönes B rein. Wir haben die neuen Blumen. Die habe ich noch gar nicht gebaut. Können die hier drunter? Ja, dann kommen da noch neue Blumen hin. Wieder so ein Blumenteppich. Zank. Das Ärztezertifikat. Wichtig. Irgendein Meteor-Ding. Die Lunge. Und hier hinten vielleicht einen länglichen Teppich. Passt sogar rein. Sehr gut. Kann ich den nach vorne ziehen? Noch schöner. Haben wir noch irgendwas? Den Schrank haben wir schon. Lichter. Lichter brauchen wir auch noch. Nicht den Horst, aber... So. Damit das einfach abgedeckt ist. Ich weiß, Mülleimer und so kann ich hier, glaube ich, gar nicht reinstellen. Ton. Audio. Okay, ich kann da raufklicken. Was macht nichts. Interessant. Aber manchmal ist es komisch. Hier kann ich zum Beispiel raufklicken. Alles klar. So, der kostet 7.000 schon, der Raum. Au, 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 au. Jetzt brauchen wir noch einen Arzt dafür. Das ist der Knochenraum. Da ist kein Arzt vorhanden. Da müssen wir einen Assistenzarzt nehmen. Unfallgefährdet. Oh nee, der tötet uns die Leute. Das wäre nicht gut. Dr. Henry. Ach, guck an. Dr. Henry. Auch ein Sub. Cybermicha. Auch einer. Schaden an Behandlungsräumen. Reduzierter Energiebedarf. Gar nicht schlecht, oder? Dann stellen wir Dr. Henry ein. Für diesen Raum. Und weisen ihn zu. Ich würde sagen, hier bauen wir das ein bisschen anders auf als da vorne dann. So. Und das Ding gibt's doch Geld. Jawohl. Dann klicken wir es an und holen uns das Geld nämlich. Das gibt irgendwelche Punkte. Multiple systems failing. So, zertrümmerter Arm. Kein Beinbruch, aber dafür ein Armbruch. Und zwar ein sehr gründlicher. Laserchirurgie. Vielleicht brauchen wir die. Zentrifuge. Die haben wir, nicht? Das ist die Zentrifuge. Traumarium, Hautlabor. Ich würde sagen, dann erstmal die Laserchirurgie noch. Und die können wir ein bisschen schmaler machen, dann kriegen wir nämlich mehr unter. Das glaube ich gar nicht verrückt. Verrückt? Verkehrt. Das ist aber gar nicht verrückt. Naja, gut. Ich schon ein bisschen. Licht, Licht, Licht. Denn es werde. Wer aufgepasst hat, weiß es. Licht. Und was haben wir hier? Noch neue Poster. Das Ärztezertifikat. So und. Noch ein schönes Zertifikat. Trennwand. Ah, stellen wir einfach so hin. Passt schon. Und dann brauchen wir noch ein paar Blümchen. Hier vielleicht mal so ein Ding. Geht nicht. Dann die kleine Variante dahin.
Sonnenblumen noch. Auch schön. Und so Wandblumen passt auch. Und wieder einmal durchgucken. Ich glaube, ein Teppich. Ja, ein Teppich fehlt noch. Dann haben wir alles, wollte ich sagen. Machen wir hier so einen Kachelteppich, ein Dreier, weil das Ding da nicht drunter geht. Gut. Das ist jetzt, was haben wir hier gebaut? Laserchirurgie. Da brauchen wir auch einen Arzt für. Oh, warte mal. Wir können sie aber einstellen. Die Behandlung dauert länger. Generiert mehr Erfahrung. Nee, wir stellen einfach hier normale. Erhöhter Nahrungsbedarf. Fügt weniger Schaden zu. Das klingt natürlich gut. Generiert weniger Credits. Das finde ich nicht so gut. Dann nehmen wir Domino Gaga die 12. Warum auch nicht? Ah, da unten steht auch Hautlabor. Da ist es. Okay, wir brauchen ein Hautlabor. Also, man braucht eigentlich immer einfach alles. Ich glaube aber, wir haben hier für das Level gerade eine gute Baumechanikweise entwickelt, die klappen könnte. Man muss natürlich trotzdem pro Raum ein bisschen individuell drauf eingehen, was man reinstellen kann, wo man die Sachen hinstellt. Die Lunge, das Fenster. Hier machen wir mal ein A rein, weil wir es können. Die roten Blümchen. Die grünen haben wir lange nicht benutzt. Dann kommen die hier mal rein. Wieder unsere Pflanzen an die Wand. Haben wir schon das Ärztezertifikat? Oh oh, das darf nicht fehlen, sonst können sie nicht behandeln. Ein wunderschöner Teppich, diesmal in Grau, warum auch immer der hier grau ist. Manchmal werden die Dinge auch so rot und dann denke ich, hä, das geht nicht, aber was geht denn trotzdem? Also keine Ahnung, was dahinter steckt. Das haben wir, Licht, haben wir Licht hier schon? Nein. Und ja. Okay, dann brauchen wir noch einen Arzt fürs Hautlabor. Das wäre sie. Dauert länger, finde ich blöd. Generiert zusätzliche Forschung, finde ich aber auch blöd. Dann nehmen wir sie einfach erstmal. So, damit haben wir alles, glaube ich, erstmal abgedeckt. Jetzt bin ich gespannt, ob das klappt. Keine kuriose Deko. Was? Ich habe doch eigentlich in jedem Raum sonst gebaut. Okay, wir brauchen kuriose Deko hier. Dann machen wir hier so ein schönes Open-Schild rein. Da hast du deine kuriose Deko. Er hat wieder Hunger auf Patienten. Guck die Patienten bitte aus. Los! Hui, böse. Sehr gut. Oh ja, Sitzplätze fehlen hier. Auf der Seite und Deko und sowas. Krieg ich hier an die Wand was hin? Nee, oder? Gegenüber? Doch. B. A. Z. Sehr schön. Dann haben wir da schon mal ungewöhnliche Deko, nämlich. Dann brauchen wir Sitzbänke. Oh, hier mit diesen. Mh,
Okay, ich kann mich entscheiden, ob da oder da. Dann machen wir lieber alles an die Wand. So. Und der kommt dann irgendwo hier hin. Und kann eine Sitzbank auf die Seite. So. Was können wir noch bauen? Noch mehr Deko, nicht? Sonst beschweren die sich hier vielleicht so eine Plakate. Doch, hier gehen noch Plakate hin. Sehr gut. Und Blumen vielleicht. Passen immer ganz gut davor. Ohne was zu blockieren. Na, hier wär's zu eng. Ah, okay. Wir stehen da auch nicht so. Ja, so müssten wir nicht stehen. Ich glaube, das kommt immer auf die Seite drauf an. Ja, okay, geht doch davor. Was ist hier? Die wollen Räume mit Upgrade. Okay, das Problem bei Räumen mit Upgrade ist, wir bräuchten ein Forschungslabor. Das heißt, wir bauen uns ein Forschungslabor. Jetzt ist so das Problem. Okay. Wenn der da Millimeter zu dicht dran steht. Oh, wieder zurück. Bei Two Point Campus war es zum Beispiel cool, dass man so Sachen reinstellen konnte, die dann die Leistung verbessern. Aber die musste man auch erst erforschen, glaube ich. Wahrscheinlich funktioniert das hier auch. Licht brauchen wir wieder. Aber es ist halt sehr repetitiv, nicht? Ohne groß. Wir haben immer irgendwie genug Geld. Das wird jetzt, denke ich, in den nächsten Leveln immer schwieriger. Aber bisher ist es einfach, ja, einfach gar kein Problem, nicht? In irgendeiner Weise. So, falls sie ungewöhnliche Deko brauchen, kriegen sie die. Das haben wir, das haben wir. Sonst irgendwas, was wir hier noch reinsetzen dürfen. Die Wand. Und das hatten wir. Okay, dann brauchen wir noch einen Arzt, der forscht. Du kriegst ja hier mehr Forschung, nicht? Dann würde ich sagen, ab mit dir in die Forschung. Und was wollen wir erforschen? Toxinenergie, Reinlichkeitsschub, Holoarzemitter, Stabilisierungslösung, Technikmotor, Ultraschalldämpfer, nee. Energieeffizienzregulator, Zusatzmedibot. Wir machen hier den Effizienzregulator. Ah. Okay, der ist gerade da durchgebackt und auf der falschen Seite hoch. Interessante Rolltreppen. Okay, er dreht hier gerade durch. Die drehen auch gerade durch. Ihr seid phasenverschoben. Bitte geht einfach aus meiner Klinik. Euch will ich nicht behandeln. Auf Wiedersehen. Was kriegen wir kostenlos? Reinigkeitshub. Nehme ich. Boah, ist das laut, nicht? Und ich habe die Lautstärke schon runtergedreht.
Also die Töne sind absolut nicht abgemischt. Ja, es ist alles zu teuer. Wir haben nur noch 6000. Wartezeit kritisch. Bist du einfach zu langsam? Ja, wir brauchen mehr Diagnosen und oder mehr Sitzplätze. Gleich heben sie ab. Ich frag mich, was hier so laut ist. Ich glaube, irgendein Sound hängt oder so. Wenn wir das jetzt so wie drüben bauen. Oh, natürlich kann ich es jetzt hier nicht hinsetzen, weil ich das auch erst drehen muss. Ah, das ist immer nervig. Dass man nicht multi bearbeiten kann, sowas. Dann machen wir den aber auch die. Das würde nicht gehen. Okay. Okay. Ja, ich möchte. Bitte was? Weil die rot waren, hat er jetzt alles verkauft oder was? Wie bescheuert ist denn das? Kann ich STRG Z machen? Wow. Wow. Gut Spiel. Verkauf einfach alles. Frag nicht, woher. Sind Sie sicher? Wollen Sie die Aktion abbrechen? Nein, er verkauft einfach alles. Okay. So. Gut. Gut gemacht. Gutes Spiel. Okay, jetzt können wir wenigstens die Sachen umsetzen, ohne Probleme. Das hat ja auch was Positives. Ich hoffe nur nicht, dass es mehr Geld gekostet hat, als die Sachen ursprünglich gekostet haben. Das wäre arschig. Ich will eigentlich nicht den Raum bearbeiten, ich will ihn umschieben. Kann ich nicht, gibt's nicht verschieben? Separat? Raum kopieren. So, das will ich auf jeden Fall machen. Wir bauen einen zweiten Raum. Und den will ich verschieben. Farbe ändern, umbenennen, Vorlage speichern. Nee, so gut ist es nicht. Okay, dann muss ich auf Bearbeiten gehen und oh, da habe ich ein leeres Feld. Was verkauft der denn da? Das Fenster oder was? Okay. Es ist halt blöd, dass man nicht den anderen Raum anpassen kann, wenn man das umsetzt. Ich müsste erst in den anderen Raum, dann müsste ich ihn anpassen und dann ist irgendwie nicht so geil gelöst. Okay, Reinigkeitshub. In dem Bereich würde der alles reinigen. Keine Ahnung, ich setz den. Ich setz ihn hier einfach hin. Da kriegen wir Geld, das ist wichtig. Wahrscheinlich gibt es deswegen genau diese komischen Viecher, damit man immer wieder Geld kriegt. Dann können die nämlich jetzt auch hier sitzen, die Leute. Also wir bauen erstmal wieder einen Eingang. Klinikeingang da. Den setzen wir jetzt einfach so hin. Eigentlich wäre hier vor viel besser. Es war da, aber ich glaube, das ist kein Problem. Also hoffe ich mal. Er zeigt mir zumindest nicht an. Die Toiletten hat er auch verkauft. Wow. Auf der Seite hat er auf jeden Fall groß reine gemacht. Quasi. So, da können wir eine Toilette in die Mitte packen. Mülleimer brauchen wir hier auch wieder. Machen wir den daneben. Den anderen machen wir hier in die Ecke. Erstmal. So. Da haben wir.
Hier hinten noch nicht. Zack. Dann brauchen wir wieder Bänke. So, und dann brauchen wir Automaten. Okay. Gefällt mir aber auch besser als vorher. Ich glaube, das hat sich gelohnt. Dann brauchen wir noch Deko und Licht und so ein Quatsch vielleicht. Vielleicht so ein bisschen ungewöhnliche Deko. Ich weiß gar nicht, das hier irgend so ein Schleimkasten oder so. Guck mal, der kann genau hier rein. Und das ist auch irgendein komisches Ding. Dafür habe ich noch keinen Platz. Hier kann noch so ein A rein. Das mögen sie. Das Ding hat auch keinen Platz mehr. Machen wir hier noch so ein Open-Schild oder so? Zu groß. Dann einfach noch ein paar Plakate. Ach, vor die Tür gehen keine Plakate. Aber so vielleicht. Nee, doch. Wartet. Also Platzierungsmodus. Wow. Wow. Erst lässt das gar nicht platzieren und dann platziert das selber komplett falsch. Oh. Jo, läuft. Wer hat da so eine Stelle, wo ich es eigentlich nämlich setzen kann? Genau. Aber da darf ich wirklich nichts hinhängen. Okay. Haben wir sonst noch die Blumen? Ja, wir müssen noch Blumen setzen. Machen wir die. Und hier machen wir die hin. Okay. Teppich? Teppich geht draußen gar nicht. Doch, Teppich würde gehen. Oh, dann machen wir den. So. Und wir brauchen noch einen Doktor. Und zwar ein Arzt für Diagnose, wenn es geht. Oder jemand, der schneller ist. Reduzierter Energiebedarf. Traumarium. Ich glaube, das habe ich gar nicht. Das wäre auch nicht schlecht. Er muss öfter auf Toilette gehen. Auch nicht so geil. Generiert weniger Erfahrung. Das wäre gar nicht so schlimm. Aber die Leute sind zufriedener. Was mich immer total verwirrt, wenn ich sehe, hier ist gar kein Arzt zugewiesen. Das heißt nur, da ist gerade kein Arzt drin. Das finde ich ein bisschen schlecht. Aber irgendwas ist doch mit den Sounds hier nicht okay. Ich gehe mal kurz auf Speichern. Und nochmal auf Laden. Da ist doch irgendwas im Argen. Da hat sich doch irgendein Sound verhackelt. Spiel dieses Level weiter. Ich hoffe, er lädt jetzt meinen Spielstand. Weil ich habe sonst keinen Laden gesehen. Ich glaube, der Zug hier hängt. Aber jetzt ist es weg. Okay. Es ist immer, wenn ein Zug ein- und ausfährt, dass es so laut ist. Aber der hat irgendwie gehangen, nicht? Das hat permanent Sachen gemacht.
Nur wir können ja mal gucken. Sternebewertung, was fehlt denn? Flurauslastung, unzugänglich. Unzugänglich. Was ist unzugänglich? Er hat hier irgendwas. Flurauslassung unzugänglich. Teleportieren. Okay, er hat sich irgendwie festgehangen. Wo will er denn hin, ist die Frage. Wo will er hin und was ist unzugänglich? Okay. Gibt es dafür eine Übersicht? Warteschlange, Flurauslastung. Hier sehe ich die Anzahl der Patienten. Raumupgrades. Geräumigkeit. Handlungsqualität. Oh oh. Also ich weiß nicht, was ihn stört. Vielleicht, weil es alles so eng gebaut ist. Aber gut, ist nun mal eine enge Station. Da muss er leben. Dann kann ich ihm jetzt auch nicht helfen. Er will uns wieder was verkaufen. Wir können mal gucken, ist irgendjemand tot oder schwer krank? Nee. Dann heben wir uns das auf. Aber hello. Hohe Flurauslastung in der gesamten Klinik. Ja, aber es sind halt viele Leute da. Was soll ich denn machen? Die wollen Upgrades, die muss ich aber erst erforschen. Traumarium fehlt. Ja, okay. Dann fehlt das Traumarium. Dann werden wir das nachziehen. Was auch ein Riesengehirn. Was brauchen wir noch? Das Licht wieder. Und das Ärztezertifikat. Einen schönen Teppich hauen wir noch rein. Und dann, wenn möglich, irgendwo vielleicht noch ein kleines Blümchen. Ja, okay, funktioniert. Dann hier so eine Deko. Und was haben wir noch? Die Poster hatten wir schon. Schrank haben wir, Teppich haben wir, Pflanzen haben wir. Hier die. Und dann brauchen wir einen Traumarium-Arzt. Haben wir den? Diagnose. Was ist denn hier mit Lord Kack? Ist doch auch ein Sub. Wenn es auch nur ein Geschenksub ist. Oder Gänseblümchen. Behandlung dauert länger, generiert aber mehr Geld. Das glaube ich in dem Level gar nicht so schlecht. Dann stellen wir Gänseblümchen ein im Traumarium. Rein da. Super, und dann kommt ein Traumarium-Arzt da raus. Kann ich noch was erforschen? Oh nee, sie erforscht noch. Alles klar.
Personas unterwegs, ja, schön. Das liefert auf jeden Fall Geld, da ist direkt. Okay, ich glaube, jetzt ist auch das wieder mit dem... mit der Flurauslastung nicht mehr ganz so schlimm. Also man muss aufpassen, die Flure nicht zu eng zu bauen, nicht? Das hier ist, glaube ich, zu eng. Aber das Level lässt ja nicht viel mehr zu. Okay, und das ist die Zeit, die der Zug noch braucht, bis er hier ist. Ich würde sagen, das gucken wir uns dann die nächsten Male an. Es ist so 50-50, um für den heutigen Tag ein Fazit zu geben. Wissriegel. 100% biologisch. 30.000, wichtig. Kraftium, wieder irgendwelche Punkte. Knusprig und steigern Sachen. Aber es ist halt... ja, nicht? Es passiert halt Minimum. Wir könnten, glaube ich, noch einen Personalraum hier hinbauen. Wir müssen hier nicht immer rüberrennen. Wir gucken nochmal, was brauchen wir sonst noch? Raumübersicht? Eigentlich gut. Die Knochenkammer ist sehr gefragt. Vielleicht brauchen wir eine zweite Knochenkammer auf der Seite. Das wäre noch eine Option. Ansonsten gucken wir nochmal in die Statistik. Behandelt haben wir bisher alle. Der Durchsatz steigt nur leicht. Gesundheit, ja, kriegen wir gerade so hin. Patienten sind fast so viele hier, nicht? Das hier war das, glaube ich, so ein Wert, den man runterkriegen muss. Und dadurch auch die Patientenstimmung dann nicht so gut. Personal ist alles bestens. Personalraumkapazität ist zu klein. Das haben wir auch gerade selber festgestellt. Und die Tanki wollen noch Räume mit Upgrade. Die haben wir nicht. Ich meine, das ist ganz interessant, nicht? Dass die verschiedene Sachen bevorzugen. Aber es kommt halt nicht wirklich zum Tragen. Es ist eigentlich egal, außer man will es wirklich hoch priorisiert optimieren. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder.